Der erste Eindruck zählt immer. Entweder ist die Scheibe sauber oder sie ist schmutzig. Schätzungsweise sind wir hier in einer Höhe von 50 Metern, 60 Metern. Also Höhenangst sollte man nicht haben. Wir sind kein Billiganbieter, wir sind Qualitätsanbieter. Und die Qualität hat einen gewissen Preis. Wenn ich mal durch die Stadt fahre, sehe ich immer wieder von verschiedensten Firmen, wie die auf den Fensterbänken rumtun, sich rauslehnen, umgreifen. Und das machen wir als GRG nicht. Hier ist Arbeitssicherheit oberste Priorität. Putzen muss man lernen, ja. Man kann auch noch viel falsch machen. Das Besondere beim Glasreinigen ist, glaube ich, dass man die richtige Technik kann, das richtige Reinigungsmittel. Es soll ja danach auch sauber sein und vor allen Dingen schnell und effektiv. Und das ist genau das, was wir in unserem Team umsetzen. Wenn wir reinigen, reinigen wir so, mit so einer so hohen Qualität, dass ruhig die Sonne rauskommt und der Kunde beruhigt durch sein sauberes Fenster zum Beispiel den Frühling genießen kann. Also GRG macht, glaube ich, das auch gerade aus, dass es ein Familienunternehmen ist. Man steht nicht vor verschlossener Tür, es wird einem zugehört. Die Qualität steht an oberster Stelle, weil der Mitarbeiter sich ja mit seiner Arbeit identifiziert. Ich bin jetzt 27 Jahre bei der GRG und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, dass ich bei der GRG damals angefangen habe. Nein, wenn ich nach Hause komme, da bin ich verdonnert zu, von meiner Frau zu Hause auch zum Fenster zu reinigen.